Also willkommen zusammen. Dieser Vortrag ist zum Vortrag Shop, zum Thema Shopshifting. Shoplifting hat gar nichts mit Shopshifting zu tun, nur das Ergebnis ist ähnlich. Und ich stelle euch vor Carsten Null, Fabian Bräulein und Dexter aus Berlin. Und einige haben vielleicht schon das ein oder andere Gesicht gesehen und habt vielleicht von den MyFair-Problemen gehört, die GSM-SIM-Card-Hacks oder Bad-USB. Und diese Leute und die Leute in ihrem Umfeld sind dafür verantwortlich. Also einen warmen Applaus. Thank you very much. Vielen Dank. Es ist toll, wieder hier zu sein, sich wieder eine neue Technologie anzuschauen und Verwundbarkeiten in Technologie. Unsere Forschung widmen wir größtenteils Technologien, die viele von uns täglich benutzen, die aber alt sind, weit verbreitet und unsicher. Also, wir haben eine Weile gebraucht, um Zahlungsprotokolle unter die Lupe zu nehmen. Und das lag teilweise daran, dass wir einfach nicht gedacht haben, dass wir irgendwas finden würden. Denn immerhin arbeiten einige der besten Leute in unserer Industrie bei Banken und die Banken haben das beste Risikomanagement. Und zumindest in meiner Erfahrung sind Banken gut dabei, mit der Sicherheitsevolution Schritt zu halten. Das dachte ich, aber bis zur Mitte des Jahres, als wir angefangen haben mit unserer Forschung. Aber jetzt sind wir hier, um diese Illusion den Leuten zu nehmen, die sie noch haben. Immerhin in zwei Fällen, in zwei sehr weit verbreiteten Protokollen haben wir gefunden, dass es riesige Lücken gibt, die schon seit Jahren da waren. Die meisten dieser Protokolle werden zur Zahlung benutzt, also wenn ihr in einem Laden mit eurer Karte bezahlt. Und diese Protokolle heißen ZVT und Poseidon. Sie werden für ganz verschiedene Dinge benutzt, aber sie sind immer an einem Zahlungsterminal verwendet. Das eine spricht zwischen der Kasse und dem Zahlungsterminal. Der Kassierer tippt also einen Preis ein und dann wird dieser Preis an das Terminal übertragen und das Terminal braucht dann die Karte und eine PIN-Nummer und dann spricht dieses Terminal über ein wieder anderes Protokoll mit einem Service Provider, der dann mit den Banken spricht und damit wird dann die tatsächliche Zahlung freigegeben. Und im Laufe dieses Protokolls werden dann verschiedene Dinge validiert und ganz zum Schluss das Ergebnis wieder zurück an die Kasse gesandt. Und so im Grunde funktioniert eine Zahlungstransaktion. Sie basiert auf zwei Protokollen, beide davon sind relativ alt. Und wahrscheinlich, weil sie so alt sind, sind sie sehr weit verbreitet. In Deutschland findet man kaum etwas anderes als diese beiden Protokolle. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal von einem internationalen Standpunkt an, aber es läuft darauf hinaus, dass diese Probleme in den meisten Ländern anzutreffen sein dürften. Also schauen wir uns zunächst ZVT und dann Poseidon an und ihre Sicherheitslücken. ZVT ist das Protokoll zwischen der Kasse und dem Zahlungsterminal, aber in den meisten Fällen passiert das über ein Netzwerkprotokoll, manchmal über einen seriellen Anschluss, aber heutzutage fast immer über Netzwerk. Wenn also ein Betrüger in Zugriff auf das Netzwerk erlangen kann, das könnte zum Beispiel in einem Hotel passieren, dass dasselbe WLAN für die Zahlung und für die Gäste benutzt. Fangen wir also mit etwas ganz Einfachem an, wofür man nicht mal hacken muss. In diesem Fall will der Angreifer die Magnetstreifendetails abgreifen. Dann sollte der Kassierer eine Anfrage an das Terminal stellen und das Terminal schickt die Daten zurück. Aber der Angreifer kann sich zwischen diese beiden schalten in dieser Verbindung. Das heißt,
man ist, funktioniert als Proxy zwischen der Kasse und dem Zahlungsterminal und befindet sich im lokalen Netzwerk. Wir schauen uns auch noch Internetangriffe an, aber momentan reden wir über lokale Netzwerke. Man spooft also und bekommt dieses diese Autorisierungsanfrage und fängt diese ab. Wir nehmen diese Anfrage und leiten sie nicht weiter, sondern senden eine andere Anfrage, die sagt, lies die Karte. Dann wird das Display anzeigen, was der Kunde erwartet. Bitte Karte einführen, das tut der Kunde und dann wird der Magnetstreifen ausgelesen und über das Netzwerk an den Angreifer gesendet. Da ist noch keine Transaktion passiert. Anschließend würde der Angreifer eine tatsächliche Autorisierungsanfrage mit den Informationen aus dem Magnetstreifen schicken. Das heißt, ohne dass es jetzt die Karte braucht, kann das Terminal jetzt die Transaktion ausführen. Also zunächst hat der Angreifer die Magnetstreifendaten angefragt und anschließend wurde eine Transaktion ausgeführt. Das heißt, niemand merkt einen Unterschied, aber der Angreifer hat eine Kopie des Magnetstreifens. Und es gibt Länder, in denen der Magnetstreifen genug ist, um eine Karte vollständig zu klonen. Zum Glück tun das die meisten Länder außer den USA nicht und dadurch ist dieser Angriff relativ ineffektiv. Sagen wir nun, dass der Betrüger auch die PIN-Nummer abgreifen möchte. Schließlich braucht man in Deutschland nur den Magnetstreifen und die PIN-Zahl, um zu bezahlen. PIN-Transaktionen sollten so funktionieren oder sind die einzigen Transaktionen, die überhaupt irgendwie verschlüsselt sind. Das seht ihr auf dem oberen Teil dieser Folie, wie eine PIN-Transaktion funktionieren sollte. Auch wieder über ZVT. Fragt die Kasse wieder beim Terminal eine Autorisierungsanfrage und sagt, bitte, diesmal brauche ich die PIN-Zahl. Vielleicht ist das auch schon im Voraus konfiguriert. Und jetzt passiert innerhalb dieses Terminals diese ganze Autorisierungs-Sicherheitsmagie. Es gibt eine Haupt-CPU, die die ganze Netzwerkkommunikation betreibt, die so ein bisschen sicher sein sollte, aber das nicht wirklich. Das hat auch schon ein bisschen Forschung vor ein paar Jahren gezeigt. Aber das ist nicht unser Thema heute. Wir kümmern uns um die Standardsicherheit. Innerhalb dieses Terminals gibt es also jetzt ein Hardware-Sicherheitsmodul. Und dieses HSM macht die ganze schwere Arbeit mit Kryptoschlüsseln und so weiter. Sie ist auch verbunden mit dem Display und der PIN-Tastatur der Maschine. Jetzt sagt man also diesem HSM innerhalb dieses Terminals, ich brauche eine PIN und das zeigt das auf dem Display an, kriegt den Input und verschlüsselt diesen PIN mit einem Schlüssel, den nur die Zahlungsfirma haben sollte. Das heißt, niemand sieht diese PIN-Zahl außer dem Zahlungsanbieter. Und der untere Teil dieser Folie zeigt euch, wie ein Angriff funktionieren könnte. Dieser Angriff benutzt eine andere Nachricht, um tatsächlich die PIN-Zahl zu bekommen. Es würde also sagen, zeig Text an und gib mir die Eingabe zurück. Das würde wunderbar funktionieren, ne? Also du zeigst einen Text an, der Kunde gibt eine Zahl ein und bekommst diese Zahl zurück. Diese sehr flexible Funktionalität, wir wissen nicht so wirklich, wofür man sie eigentlich brauchen sollte, aber zum Beispiel für so Sachen wie irgendwie Postleitzahl abfragen, also ne, tipp irgendwas ein und schick es über das Netzwerk zurück. Man kann es wirklich kaum gebrauchen, weil diese Nachrichten signiert sein müssten. Wir wissen nicht genau, wer sie signieren sollte. Wir haben versucht, jemanden zu finden, der es tut, aber niemand ist verantwortlich. Also es gibt hier Standards, von denen niemand weiß, wie sie gebraucht werden sollen. Und dieser Message Authentication Code, MAC, also der Nachrichtenauthentifizierungscode, den braucht man.
Das heißt, wenn man in allen Läden nach Postleitzahlen fragen muss, dann muss man diese Anfrage signieren. Und wenn wir unsere Bitte gibt eine Geheimzahl-Abfrage haben wollen, dann müssen wir die signieren oder jemand finden, der das signiert. Aber das geht jetzt ins richtige Hacking über und deswegen gebe ich über an Fabian, der die meiste Forschung geleistet hat. Also gut. Um die Hauptwerte für diese zufälligen Tags zu finden, haben wir eine Time-Based Side-Channel-Verwundbarkeit untersucht. Damit das vernünftig funktioniert, mussten wir Nachrichten direkt verschicken. Um das zu erreichen, benutzten wir ein aktives JTAG-Interface, das wir für die Haupt-CPU gefunden haben, auf dem PCB gefunden haben, und haben unser eigenes Assembly-Programm hochgeladen. Und dann haben wir Nachrichten mit unseren Tags hin und her geschickt und haben die Zeit gestoppt, die es braucht, bis es antwortet. Wir tun das und wir versuchen, jeden möglichen Wert für den ersten Byte dieser 8-Byte-Wertes, wenn du das tust. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, aber wir kommen noch dazu. Du wirst sehen, dass für einen bestimmten Wert, dieser HSM ein bisschen länger braucht, um zu beantworten, vielleicht 5 CPU-Zyklen. Jetzt hast du bereits den ersten Byte dieser 8-Byte-MAC und dann kannst du das gleiche für den zweiten Wert machen. Warum funktioniert das? Sie benutzen einen symmetrischen Schlüssel, um die MAC zu berechnen innerhalb der HSM. Es gibt das, welches der Zahlungsprozessor hat. Und dieser wird benutzt, um den korrekten MAC für jeden Text verwendet. Ja, und das ist mein erster Punkt. Man sollte doch asymmetrische Kryptographie verwenden. Das ist nicht gut. Die Unterscheidung zwischen der Vergleich zwischen der korrekten MAC innerhalb der HSM und die MAC, die wir überall diese Display-Text-Matches reintun, wird Byte per Byte verglichen. Es vergleicht, ob der erste Byte reinkommt, vergleicht das mit dem Byte, der drin ist, gibt es zurück, kommt es zurück, sofort zurück, und dann vergleicht er das zweite Byte und es kommt sofort zurück. Und die Zeit, die es braucht, um ein weiteres Byte zu testen, können wir messen. Damit, mit der korrekten MAC für den Bitte geben Sie Ihre PIN ein Screen, können wir euch eine Demonstration geben, wie das im wirklichen Leben funktioniert. Ah, Big GoPro, ja. Das machen wir mit einer GoPro. Das ist das Setup. Hier brauchen wir den Computer mit dem grünen Text auf dem schwarzen Terminal. Hier haben wir ein ganz normales Registrierkasse mit einer XP-Software, also Windows XP. Da haben wir das Zahlungsterminal. Die zwei sind mit einer Fritzbox verbunden wie in einem stinknormalen Netz. Es gibt einen weiteren Teilnehmer. Das ist mit LAN verbunden, könnte aber auch mit Wi-Fi verbunden sein. Was wir jetzt hier haben, was hier läuft, ist die Software des Angreifers. Das ist also das Angreifersystem. Wir initialisieren jetzt eine Zahlung an der Registrierkasse. Wir machen einen Man in the Middle zwischen den zwei Geräten und wir lassen diese Nachricht fallen und ersetzen sie mit der ersten Nachricht. Bitte lesen Sie die Karte. Ja. Alright. Please insert the card. Bitte geben Sie Ihre Karte ein. Jetzt sehen wir, die Kartendaten, die sind ein bisschen zensiert für unsere Sicherheit. Und er hat die PIN eingegeben. Das war jetzt ziemlich schnell, aber was ihr gesehen habt, die PIN wurde eingegeben. Wurde angezeigt, sobald er sie eingegeben hat. Denn das war ja sein Fake-PIN-Entry, sein PIN-Eingabescreen, der gefälschte. Das ist die erste Demo. So stehlen wir die PIN.
Timo. Können wir die Quittung zeigen? Diese Zeile in der normalen Transaktion, wenn er sollte Girocard sagen. Und jetzt ist sozusagen ein Text drin. Aber wer achtet schon da auf diese kleinen Nachrichten auf der Quittung? Das bedeutet, dass die Transaktion durchgegangen ist, ohne dass die PIN durchgereicht wurde. Aber wir können unseren Angriff auch scheitern lassen zum ersten Mal. Dann steht da eben System Failure, PIN Incorrect. Dann machen wir eine zweite Transaktion und dann sieht das wieder in Ordnung aus. Oder in größeren Installationen macht das ja ohnehin ein externer Printer, der an der Registerkasse hängt. Und dazu muss die Quittung Linie per Linie gesendet werden, ohne Authentifizierung. Und in einem größeren Setup könnten wir daher diese Meldung an den Drucker abfangen und manipulieren, damit diese Auffälligkeit nicht auftritt. Das war der Angriff gegen den Kunden. Also jeder von euch, der einfach mit sozusagen Karten bezahlt. Es gibt einen weiteren Angriff, der den Merchant- oder Händler-Account angreift. Es gibt nach den Banken solche 770.000 derartige Kunden in Deutschland. Ja, denn heutzutage selbst der kleinste Laden nimmt ja Kartenzahlung an. Schauen wir uns diesen Angriff an. Der nächste Angriff, da versuchen wir das komplette Geld zu bekommen, welches transferiert wird in unser Bankkonto umzuleiten. Wir gehen davon aus, wir haben Zugriff auf das Netzwerk. Wir versuchen aber nicht mehr in dem Mittel zwischen der Registrierkasse zu werden, sondern zwischen dem Kassenterminal und dem Internet, denn dort ist dann der Payment Processor, also der Verwalter. Das machen wir wieder per App-Spoofing. Es gibt hier wieder eine Nachricht in der Spezifikation, um die Terminal-ID zu resetten. Denn die gibt wieder, zu welchem Konto der Account dieses Kunden, dieses Payment-Prozessors zugeordnet wird. Wenn wir das gesetzt haben, dann erzählen wir dem Terminal, dass das Terminal in eine Diagnoseschleife geht. Da verwenden wir das Protokoll dazu und initiieren eine Nachricht auf dem Poseidon-Protokoll. Denn wenn wir die Terminal-ID resetten, dann wird sich das Terminal neu konfigurieren auf seine sozusagen ID. Und das Händler-Logo, das auf jeder Quittung gezeigt wird, ist dann eben auch, wäre das sozusagen des Angreifers. Das möchten wir nicht. Das heißt, das Terminal muss eine neue Übertragung machen, eine neue Diagnose. Wir haben die Antwort. Und jetzt können wir wieder diese Anfrage mit der Originalanfrage austauschen und niemand wird überhaupt merken, dass es jemals gab. Und auch das ist wieder möglich, weil es keine Authentifizierung gibt. Kommen wir zur tatsächlichen Transaktion. Wenn der Port am Backend schon der richtige ist, dann können wir einfach alle Nachrichten weiterleiten. Der Port am Backend, jeder Zahlungsverarbeiter hat eine eigene IP-Adresse, aber aus Gründen des Load Balancing haben sie 100 verschiedene Ports und jeder Port ist kümmert sich um 50.000 Terminals. Aber jedes Terminal hat nur einen einzigen Port, das für es verantwortlich ist. Und wenn wir den haben, dann kriegen wir für jede Zahlung Geld in unser Konto. Und ansonsten, wenn es das noch nicht tut, können wir einfach Anfragen weiterleiten. Aber jetzt schauen wir uns das mal live an. Also hier haben wir ein Zahlungsterminal. Wir haben das konfiguriert. Das ist ein anderer Händler sein soll. Welcher es ist, das zeigen wir euch später. Hier haben wir wieder den PC des Angreifers, der
die böswillige Software am Laufen hat. Now we will, issue the, und jetzt geben wir die Registrierung aus, nur damit wir dem Terminal Nachrichten schicken können. Und jetzt setzen wir die Terminal-ID neu, von der korrekten zu unserer eigenen, also die wir aus unserem Vertrag mit dem Zahlungsanbieter haben. Wir schreiben sie jetzt. Und jetzt bekommt das Terminal schon seine neue Konfiguration verschlüsselt, wie ihr sehen werdet. Aber sie kommt an. Also das passiert alles mit echten Terminals für echte Transaktionen. Also alle, die das bei den Banken schauen, danke, dass ihr uns noch nicht blockiert habt. Aber wir haben das 3G-Netzwerk benutzt, also falls sie die IP-Adresse blockiert haben. Also, ihr kennt das, das würde normalerweise auf den Kassenbon gedruckt werden. Und dieses Terminal sagt jetzt, dass es SR Labs gehört. Normalerweise wäre das hier die volle ID, die wir ein bisschen zensiert haben. Und ihr seht, das ist die komplette Konfiguration. Und ist auch konfiguriert, um Prepaid-Karten ausgeben zu können. Normalerweise würde das auf dem Terminal ausgedruckt werden. Aber weil das ziemlich uncool wäre, weil ihr es dann erkennen könntet, haben wir einen Output auf unser Notebook umgeleitet. Jetzt starten wir den Man-in-the-Middle-Server für diesen letzten Teil, der das Logo austauscht. Und wir werden jetzt eine Demo-Transaktion ausgeben. Also so wie das die Kassensoftware vorhin gemacht hat, machen wir das jetzt hier auch. Und wie ihr seht, gehört dieses Terminal jetzt oder immer noch. Can you see that? Könnt ihr sehen? Put it on the table, yeah. Sorry. Gehört jetzt zu CCC Veranstaltungs GmbH. Can we switch back to the slides? Thank you. So that's how you steal und so actual merchant while in the klaut man also vom Händler Geld, während man noch im Laden ist. Das ist das erste Problem, man muss in einem Laden sein. Das zweite Problem ist, dass der Angreifer auch ein Händler sein muss. Wir haben also nur von einem Händler-Account zu einem anderen Händlerkonto gewechselt, aber du musst als Händler angemeldet sein. Ich weiß nicht, wie gut organisiert die Kriminellen sind mit echten Geschäften, aber die nächste Methode, die wir euch zeigen werden, hat diese Probleme nicht. Man muss also nicht im Laden sein und man muss nichts vorher konfiguriert haben. Das ist ein Angriff auf das Poseidon-Protokoll, das zwischen dem Terminal und dem Zahlungsanbieter benutzt wird. Der dritte Angriff also. In diesem Fall schauen wir uns die Initialisierungsroutine von Poseidon an. Das wird normalerweise vom Zahlungsanbieter gemacht, wenn du dein Terminal vorkonfiguriert bekommst. Also er hat diese ganzen Konfigurierungsschritte gemacht, damit dein Terminal mit deinem Bankkonto spricht. Das Terminal sendet eine Poseidon-Initialisierungsroutine an das Backend. Das Backend holt sich die Konfiguration für dieses Terminal ab, schickt es an das Terminal und verschlüsselt es dabei. Symmetrisch verschlüsselt mit einem Schlüssel, den nur die beiden haben. Soweit so gut. Das ist das Protokoll mit den im Voraus geteilten Schlüsseln. Aber dieser Schlüssel wird nicht in einem Terminal verwendet, sondern in vielen, vielen Terminals. Also alles, was
die Authentifizierung noch bringt, ist der Benutzername. Und dieser Benutzername ist öffentlich. Die Idee ist also, dass wir unser eigenes Terminal nehmen, das wir von eBay bekommen haben. Wir haben 3 davon für 7 € bekommen, inklusive Versand. Und unser Terminal so konfigurieren, dass es einfach irgendein Terminal irgendwo in Bonn, der Mouse-Shop ist. Und an dieser Stelle muss ich mich fast entschuldigen, weil in diesem Hack gar kein Hacking stattfindet. Das ist einfach nur kaputt. Ihr werdet es sehen. Man braucht nur ein paar Parameter, um dein Terminal als ein anderes zu konfigurieren. Und zuerst ist das Service Management Passwort, das sollten eigentlich nur Servicetechniker haben. Das zweite ist die Terminal ID. Und das dritte ist die Nummer des Ports am Backend, das Terminal von deinem Opfer verwaltet. Woher kriegen wir das erste? Das kann man einfach googeln. Das findet man im Internet in irgendwelchen internen Dokumenten. Das ist dasselbe für alle Zahlungsterminals eines Zahlungsanbieters. Also komplett unabhängig vom Modell haben alle Modelle dasselbe Passwort. Die Terminal-ID findet ihr natürlich auf jeder Quittung. Und man kann sie aber auch raten, weil sie inkrementell sind. Und für das letzte gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten und schau einfach nach, welcher der Ports mit einer Erfolgsnachricht antwortet. Jetzt haben wir also alle 3, lass es uns mal vormachen. Für diese Demo müssen wir nicht im selben Netzwerk sein, wie wir schon gesagt haben. Das ist das Terminal hier für den CCC, das wir euch gerade gezeigt haben. Wir werden das einfach vom Netzwerk trennen. Hier haben wir ein Terminal ohne eine ID. Wir haben das gerade wieder auf den Fabrikzustand zurückgesetzt. So würde man das auch von eBay bekommen, wenn der Verkäufer seine Arbeit sauber gemacht hat und auf die Fabrikeinstellung zurückgesetzt hat. Das Service-Passwort. Oh nein, ihr blockiert das gerade. Okay, ja, ah, no camera is good. Good. Komm, zeig's doch. Alright. We have entered the terminal ID. Wir haben die Terminal ID eingegeben. Der Port am Backend ist schon korrekt. And we will issue an extended. Und jetzt geben wir eine erweiterte Diagnose aus, um die neue Konfiguration zu bekommen. Und was kannst du tun, wenn du hier mal registriert bist? Was kannst du dem Opfer antun? Wir werden das gleich vorführen mit dem Prepaid-Guthaben. Wenn also das Opfer dieses Feature aktiviert haben, dann werden wir das auch aktiviert haben, weil wir das Terminal des Opfers sind. Also wir können einfach so viele Prepaid-Guthaben ausdrucken, wie wir wollen und das dann
zu tatsächlichem Geld konvertieren, indem wir Premium-Rufnummern anrufen oder so. Vielleicht 50 Euro von O2 wird sein natürlich. Bar. Does anybody actually use O2 prepaid? Benutzt jemand O2 prepaid? Nein? Schade. Zeigen wir es der Kamera? Irgendjemand wird das schon nützlich finden. Es ist doch O2. Okay. Wir werden auch gleich zeigen, den zweiten Weg, Geld zu bekommen. Und das ist noch einfacher. Wir werden uns Geld überweisen. Das ist eine Funktion Rückerstattung und sie ist komplett unabhängig von vorherigen Überweisungen. Und wir können das mit jedem Bankkonto machen. 100? Ja, 100 sounds good. 100 hört sich gut an. Können wir wieder zurück zu den Folien gehen, bitte? Okay, das ging ziemlich schnell. Wollen wir das zusammenfassen, was gerade passiert ist? Irgendwo in Deutschland ist ein Terminal mit einer bestimmten Terminal-ID und diese Terminal-ID sagt, dieses Terminal-ID gehört zu einem bestimmten Händler, einem Händlerkonto. Jedes Geld, das in diesen Terminal geht, geht zu dem Händlerkonto. Und alles, was mit sozusagen mit dem Terminal bezahlt wird, das wird über dieses Konto bezahlt. Das zweite Terminal, das wir haben, haben wir auf die genau selbe Terminal-ID gesetzt. Es hat einen kryptografischen Prozess, registriert sich am Backend, das liest sich die originale ID, aber der Händler kann weiterhin tun, was er will. Das zweite Terminal ist ein geklontes Terminal, das kann genau dieselben Sachen tun. Wenn man hier Geld einzahlt, kriegt das der Händler. Wenn wir einen Refund, eine Rückerstattung machen, dann kommt das Geld natürlich raus aus dem Konto dieses Händlers, aus diesem Händlerkonto. Ziemlich eindeutig. Das sind drei Nummern, die wir relativ leicht finden konnten, basierend auf dem Terminal, was wir bei eBay gekauft haben. Was ist sozusagen ein großer Betrug, den jemand hier machen könnte? Erstens, man muss das nicht manuell machen. Das geht über das Protokoll ZVT, das kann man auch skripten. Und wenn man jetzt viele Terminal-IDs hätte, die richtig sind, dann geht das. Und die werden inkrementell zugewiesen würden. Das heißt, wenn du eine Terminal-ID kennst, dann kennst du weitere hunderte von tausenden IDs natürlich einfach durch Inkrementierung feststellen. Du registrierst deinen Terminal über ZVT mit einer ID des Händlers nach dem anderen, machst das 10 von 1000 Mal, schickst Rückerstattungen an jedes einzelne Konto. In Deutschland durch das Poseidon-Protokoll. Wahrscheinlich funktioniert das, wahrscheinlich geht das aber auch in anderen Kontos. Das ist mehr oder weniger eine Art Dialekt eines internationalen Halbstandards. Das wirkt wahrscheinlich das arbeitet in anderen Ländern wahrscheinlich auch. Das heißt, man könnte hier eine sehr große Betrugsmasche draufbauen. Es ist zum Glück bis jetzt nicht passiert und es gibt immer noch Zeit, das zu reparieren. Das müssen die Banken dann machen. Also wenn wir das mal so zusammenfassen bei den drei Angreifern, wir haben zwei Protokolle in Deutschland, die für Bezahlung benutzt werden. Beide sind total kaputt. Der Effekt, Kunden im Laden
den kann man sozusagen das Geld klauen, wenn man ihnen die Magnetkarte klaut. Und es ist für die Händlerkonten wichtig. Wir haben das über Tor gemacht, funktioniert hervorragend. Also das Tor-Protokoll. Und zufälligerweise, diese Protokolle wurden unabhängig voneinander designt, aber der Kerngrund für die Fehler sind dasselbe, denn sie haben den Shared Key, den Secret Key auf den Terminals verwendet und da alle denselben Signing Key haben und deswegen können wir ein Terminal als ein anderes sich ausgeben lassen und die Authentifizierung läuft exakt, weil überall der gleiche Key drin ist. Es ist sicher, solange jedes Terminal von einem guten Menschen verwendet wird, aber das ist natürlich eine unsinnige Annahme. Alle dieses Protokolle ist total kaputt und wir müssten eigentlich hier gar keine weitere Forschung gemacht haben. Wir hätten aufhören können. Aber wir wollten diese Schlüssel haben. Und deswegen ist Dexter hier mit uns und der hat das Hardware-Hacking gemacht, hat tatsächlich, und er wird uns jetzt erzählen, was er gemacht hat. Also, dann mal los. Ja, let's talk about the HSM. Lassen wir uns über das HSM reden. Das HSM-Modul, das haben wir untersucht. Das ist das Modul, wo alle besonderen Dinge passieren. Das ist das Bild, so sieht das HSM-Modul aus. Und das ist eine Smartkarte auf Koks. Es ist ein Keypad dran und es abwirtschaftet alle diese wichtigen Daten. Du möchtest natürlich, dass diese ganzen Bereiche gut geschützt sind, ja. Damit es gibt mehrere Schutzmechanismen. Zum Beispiel eine Besonderheit ist, das ist der Static SDRAM, dort sind die Secret Keys drin und da gibt es keine Backups. Wenn die Batterie ausgeht, dann sind die Keys weg. Es ist natürlich relativ leicht, so ein Backup zu löschen. Um das Modul sind ein paar Schalter. Und diese Schalter, und wenn ein Angreifer das Ding aufmacht, werden diese Schalter ausgelöst. Dann funktioniert es nicht mehr. Aber das kann man natürlich besiegen. Es gibt noch bessere Schutzmechanismen als diesen. Es gibt eine Art Gitternetz unter dieser Kappe. Das ist so aus Metall. So eine Art Gitterfolie. Und die ist sozusagen ums Gehäuse gelegt. Innerhalb der Kappe dieses Moduls. Und wenn man da ein Loch reinbohrt oder reinschneidet in die Kappe, dann wird sozusagen dieser Mesh zerschnitten und das löst die Sicherheitsmodul aus. Wir haben noch eine mechanische Schwäche gefunden in diesen Terminals. Wenn man genau hinschaut und auf die Bilder, sieht man in den Ecken kleine Bögen. Dort ist der Mesh sozusagen, wird mit Strom versorgt von dem PCB. Dort ist es direkt zu den Schaltkreisen, die sozusagen die Korrektheit des Stromflusses, das Mesh messen, verbunden. Ja. Und Smartcards haben natürlich sowas nicht. Und das ist immer eingeschaltet. Das Problem ist, es gibt nur diese Verbindung, diesen vier Ecken, nicht an den Seiten. Das heißt, an den Seiten kommt man in das HSM ran mit irgendwelchen metallischen Dingen, wie einem Bohrer oder so, ohne. Und das Ganze ist festgeklebt, also mit Kleber. Und dieser Kleber macht auch einen kleinen Zwischenraum, weil er Platz braucht. Wie kommen wir denn da hin?
kann man das da irgendwas drunter schieben und so das Mesh besiegen. Und wir haben was gefunden von einem Arzt. Das ist eine ganz dünne Pinzette. Und damit sind wir unter die Kappe gekommen, unter den Mesh, direkt zu dem HSM. Und wir haben ein bisschen experimentiert und da gibt es sozusagen einen bestimmten Punkt, nämlich die Stromversorgung, die haben wir kurz geschlossen und dann ist diese Tempo Protection, dann kann man das Mesh beschädigen, dann passiert nichts. Dann sehen wir die Erdung auf der linken Seite und das ist unser Kurzschluss, den wir erzeugt haben. Ja, damit, das ist der Schutz durch das Mesh. Und wir haben einfach einen Lötkolben benutzt, um das zu unterbrechen. Das war sehr schwierig. Und dann bist du sozusagen, hast du physischen Access zu dem NAND, zu dem SRAM, zu dem JTAG. Und wenn der JTAG nicht arbeitet, dann kommt man auch an das Flash ran. So haben wir das erste Mal gemacht. Also, da haben wir den JTAG angeschlossen an das HSM und es funktioniert weiterhin, es ist nicht kaputt und funktioniert immer noch irgendwie. Und jetzt kannst du alle möglichen Sachen machen. Du kannst debuggen, du kannst Experimente machen, Reverse Engineering oder du kannst den RAM auslesen und den SRAM auslesen und die Secrets auslesen. Wir haben ein paar Experimente gemacht, um das HSM verwenden, als eine Art Oracle verwendet. Wir müssen den Authentication Code für den Pin Entry Screen erkennen. Diesen falschen Screen, den wir gezeigt haben, habt ihr die Bilder gesehen, die eben hier geschützt werden? Was hat das gemacht? Der Textstring, den wir signieren möchten und an den HSM signiert wird. Das ist der Wert 4141. Und du gibst einfach einen Wert an, der nicht stimmt. Das ist nicht wichtig. Wir senden es einfach rein. Und dann wird das HSM das vergleichen. Es sagen Fehler, hey, das passt nicht. Aber kein Problem. Und wir ziehen nun einfach den RAM aus. Und Dart ist ja der korrekte Weg, der da verglichen wurde. Tja, das war dann... Das ist dann das nicht so sichere Hardware-Sicherheitsmodul. Das gebe ich jetzt einmal an Carsten zurück. Danke. Also ein bisschen Hardware-Hacking-Spaß. Das war nicht wirklich nötig, aber wir dachten, aber es ist wichtig, um zu zeigen, dass das möglich ist, dass man mehrere Möglichkeiten hat, das auszunutzen. Im nächsten werden wir zeigen, was geändert werden muss, damit diese Protokolle sicher werden. Und was nicht passieren darf, ist, dass dann wieder eine Art Secret Key in einem unsicheren Modul ist, der an Hunderttausende von Kunden geht. Das wäre Security. Bei Obscurity, das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen einen besseren Ansatz. Was brauchen wir? Erstmal, warum sind diese beiden Protokolle so furchtbar kaputt? Wie wir früher gesagt haben, beide haben das Problem, dass Keys über ganz viele Geräte verteilt werden, die Terminals. Manche davon sind sicher, manche sind sehr, sehr unsicher, wie dieses eine Modul, was wir ganz gerade angeschaut haben. Der schwächste Verbindungsgrad macht dann die Sicherheit von allen Systemen aus. Diese systemweiten Keys haben unterschiedliche Bedeutungen in beiden Protokollen. In ZFVT ist eine MAC, eine Message Signature, deren Verbindung relativ sicher ist, solange man Public Key Verschlüsselung verwendet. Wenn nur einer unterzeichnen darf, dann funktioniert das, dann ist das sicher. In diesem Fall haben die Terminals, als sie designt wurden, dann kannte man irgendwie Public-Key-Cryptographie nicht und sie benutzen symmetrische Signaturen und die sind in 770.000 Kopien in Deutschland verteilt. Das vergrößert das Problem und wird noch vergrößert durch den Einsatz in beschissenen HSM.
die sogar man einfach von Timings halt schnell Attacks gegenüber verwundbar sind. Poseidon auf dieser Seite ist es ein bisschen, geht es nicht um kryptografisches Signotieren, sondern um Authentifizierung. Schauen wir uns das an wie Online-Banking. Ja, weil beides ist ja so eine Art Online-Banking-Login zu dem Händlerkonto. Und wenn diese alle diese simplen Benutzernamen verwenden und jeder benutzt dasselbe Passwort, den beziehungsweise den kryptografischen Key, das kann unmöglich sicher sein. Das kann nicht repariert werden. Solange jeder dasselbe Zertifikat verwendet, kann das nicht sicher werden. In beiden Fällen brauchen wir mehr individuelle Schlüssel, eindeutig zugewiesen, zumindest mittelfristig. Glücklicherweise haben beide Protokolle eine Grundlage, dass man neue Keys an die Terminals verschicken kann. So könnte man jedem Terminal einen neuen Key geben, einen unterschiedlichen. Das heißt, die Zukunft sollte klar sein. Das heißt, klar, man muss das Backend anpassen, die Systeme im Hintergrund. Aber es ist schon klar, wie wir aus dieser Katastrophe rauskommen. Jeder kriegt seinen anderen Key, jedes Terminal bekommt seinen. Ganz langfristig, wenn die Leute die HSM-Chips angreifen, individuell angreifen und dann sozusagen einen einzelnen Händler versuchen zu betrügen, dann müssen wir sozusagen die Möglichkeit, skalierbaren Betrug zu machen gegen 100.000 Ziele, das wäre dann schon mal verhindert. Langfristig bessere Protokolle, kurzfristig individuelle Keys. In jedem dieser Keys ganz kurzfristig bestimmte Funktionen abschalten, die man einfach nicht braucht. Wie viele Shops müssen irgendwelche Informationen über SIM-Karten ausdrucken müssen? Ja. Wie viele Kunden müssen wirklich Rückerstattungen machen? Das könnte man abschalten. Gleich eben in ZNVT. Wie viele Händler brauchen ein neu konfigurierbares Terminal über das Netzwerk ohne jede Bestätigung? Vielleicht eine kleine Nachricht, ist das okay? Das könnte vielleicht schon helfen, weil dann muss jemand physisch anwesend sein. Abschalten, was man nicht braucht, und komische Sachen erkennen. Ja. Dann erspare ich euch den Rest der Slides, den habt ihr schon gelesen. Eine bisschen internationalere Perspektive. Alles, was wir hier besprochen haben, ist basiert auf Deutschland und unsere Nachbarländer. Wir vermuten, dass sehr viele Probleme in den meisten anderen Ländern auch existieren. Die ZVT-Alternative heißt HOPI. Das ist erheblich neuer. Das hat immer noch keine Verschlüsselung. Das wurde designed in 2003. Das war ein Zahlungsprotokoll. Ja. Wenn das jemand näher kennt, schickt mir eine E-Mail. Sie haben auf jeden Fall eine intelligente Sache gemacht. Sie haben Funktionalität, die niemand braucht, rausgeworfen. Die ist in diesem Protokoll nicht drin. Die Fernverwaltung ist nicht drin des Terminals. Die wenigen Verwendungen von HOPI, die wir in Deutschland gefunden haben, haben aber diese Funktionalen wieder genau reingemacht als Erweiterungen. Das heißt, der Hersteller scheint es sehr nützlich zu finden, diese Fernverwaltung zu haben. Und wenn das Protokoll das nicht kann, dann addieren sie es eben einfach weiter. Und wenn das Protokoll das nicht unterstützt, dann bauen sie es als Erweiterung nach. Natürlich hat die Forschungsgemeinschaft das noch überprüfen in anderen Ländern. Und vielleicht mit ein bisschen Wireshark kann man das normalerweise leicht tun. Ähnliches gilt für Poseidon, wie ich gerade gesagt habe. Es ist nur ein Dialekt eines ISO-Standards, der als erstes von Mastercard und Visa kam. Das ist also das Standardprotokoll fast auf der ganzen Welt. Und in manchen Fällen haben wir Verschlüsselungen gesehen, aber das ist egal. Erinnert euch daran, dass der Angriff durch einen vollständigen Autorisierungszyklus geht. Das alles macht es korrekt, aber jeder hat denselben Schlüssel. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Protokoll, mit dem man Schlüssel austauschen kann zwischen einzelnen Terminals. Wenn jemand dazu mehr weiß, dann kommt auf uns zu. Aber soweit wir wissen, gibt es keine einzige Instanz, in der dieses ISO-Protokoll
wirklich mit einem sinnvollen Schlüsselverwaltungsprotokoll benutzt wird. Und damit zumindest die Grundlage hätte, sicher sein zu können. Aber auch das übergeben wir wieder an die Forscher-Community, um das in ihren eigenen Ländern nachzuvollziehen. Als Schlussfolgerung gibt es also zwei Protokolle, die in Deutschland für Zahlungen verwendet werden. Beide muss man als unsicher und überholt betrachten. Zum Glück können diese Dinge relativ schnell behoben werden. Das heißt, man kann diese Systeme verbessern, bevor es echten Betrug gibt. Und wir als Forscher sollten das tun. Aber wir als Kunden sollten niemandem mehr glauben, wenn er sagt, ja, du hast wahrscheinlich dem Angreifer deine PIN-Zahl gegeben, daher kommt diese betrügerische Zahlung in deinem Konto. Davon gab es schon mehrere Fälle in diesem Jahr in Deutschland. Und es ist an der Zeit, dass wir ihnen zeigen, wer wirklich schuld ist an diesen Verwundbarkeiten und der Tatsache, dass sie schon so lange offen sind. Vielen Dank. Wir haben noch 7 Minuten für Fragen und Antworten. Vielen Dank nochmal unseren Sprechern für einen rein theoretischen Talk zur Sicherheit. Und Mikrofon 2 bitte. Wie macht man die Veröffentlichen? Macht ihr Full Disclosure? Wie viel Zeit habt ihr ihnen gegeben, um darauf zu reagieren? Wir haben die normalen Responsible Disclosure Praktiken vollzogen. Das heißt, wir haben tatsächlich zuerst versucht, diese Sachen Leuten zu erklären, von denen wir dachten, dass sie sie beheben könnten. Das war vor ungefähr einem Monat. Und habt ihr schon irgendeine Reaktion gehört? Ich bin mir sicher, dass irgendjemand an einem Fix arbeitet, aber das würde natürlich niemand mir erzählen. Und eine Frage aus dem Internet. Könnt ihr sagen, gibt es eine einfache Reparatur wie eine neue Firmware flashen in die Terminals? Kann man einfach nur eine neue Firmware flashen, dann ist alles gut? Gibt es einen einfachen Fix? Du hast sie gezeigt. Der Unterschied zu dieser Forschung und der Forschung von vor 2 Jahren ist, dass jetzt Probleme mit dem Protokoll sind. Das heißt, wir brauchen wirklich neue Protokolle, neue Versionen. Das sind also keine Probleme in der Implementierung. Muss man also alle Terminals austauschen? Ich glaube, die einzige Antwort ist, dass Kriminelle auch tun. Also das wird eine längere Reise, in der wir die systemweiten Schlüssel durch individuelle Schlüssel austauschen. Das würde schon wäre eine extreme Hilfe. Und in der Zwischenzeit sollten wir an besseren Protokollen arbeiten, damit wir uns nicht ständig wieder in dieser Situation finden. Ich meine, klar, es dauert Jahre, um Protokolle zu verändern, aber diese Jahre sollten wir benutzen. Wie viele Versuche habt ihr gebraucht, wie viele Systeme habt ihr kaputt gemacht, um die Keys da rauszukriegen? Wie viele Versuche hat das gebraucht? 3 oder sowas. Das erste war vielleicht überraschenderweise ein sofortiger Erfolg. Wir haben den SRAM bekommen, ohne ihn zu zerstören. Das zweite haben wir kaputt gemacht und das dritte hatte ein paar Probleme, aber die haben wir umgangen. Wenn ihr dem Mesh vorbeigeht, hat das am ersten Mal geklappt? Ja, beim ersten Mal hat es funktioniert, mit ein bisschen Vorbereitung und dann eine Stunde tatsächliche Arbeit. Wir haben das erste haben wir zerstört, damit wir überhaupt sehen konnten, wie es gebaut wird. Ja, aber wir wussten das. Also genau, wir wussten, wie es funktioniert, weil wir schon vorher ein paar auseinandergenommen hatten. Einfach, weil sie kaputt waren und zu schauen, wie sie funktionieren und den Flash auszulesen. Okay, Microphone 7, please. Könntet ihr beschreiben, was tut das Terminal?
was passiert, was für eine Meldung kommt, wenn die Bank die Transaktion nicht behandelt. Ich glaube nicht, dass das Terminal irgendwas speichert. Es hat im Grunde keinen Zustand. Es bekommt einen Befehl, schaut in seiner Konfiguration nach, die Terminal-ID, gibt es weiter an HSM, um eine PIN zu bekommen, und gibt es weiter an Poseidon und vergisst dann alles. Wird diese Transaktion nochmal wiederholt später? Gute Frage. Das ist nicht Teil der Angriffe, die wir gezeigt haben, aber was passiert ist, dass du einen Kassenschnitt machst und alle Transaktionen, die sich über den Tag angesammelt haben, werden an den Zahlungsdienstleister weitergeleitet, und in diesem Augenblick gibt der Zahlungsanbieter alle Transaktionen weiter an die Bank. An dieser Stelle kann man dann Zahlungen nicht mehr umkehren. Also eine Zahlung desselben Tages, weil dann die Bank die Informationen schon bekommen hat. Und dann werden keine Informationen mehr auf dem Terminal gespeichert. Danke. Und eine zum Internet. Wird die Kommunikation, die hier gemacht, die ihr benutzt habt, kann man auch hier Replay-Angriffe machen? Könnt ihr das ohne Terminal machen, wenn ihr die Kommunikation zwischen Terminal und Prozessor aufgezeichnet habt? Klar, wir können Nachrichten einschleusen. Die meisten davon sind nicht mit einem Mac geschützt. Also zum Beispiel einen Magnetstreifen kann man auslesen ohne jedes Problem. Aber es ist einfach nützlich, ein Man in the Middle zu sein, weil du weißt, dass irgendjemand seine Karte in das Terminal stecken will, und das würdest du nicht bekommen, wenn du einfach irgendwelche zufälligen Nachrichten schicken würdest. Das heißt, es gibt jetzt niemanden mit einer Karte. Eine schnelle Frage. Ihr habt gesagt, es gibt die Möglichkeit, individuelle Keys an jedes Terminal zu verteilen. Das heißt, ihr habt noch ein identisches Terminal wie andere. Wenn der Payment-Prozessor individuelle Keys verteilt und es gibt zwei Terminals mit derselben ID, was passiert? Ja, gute Frage. Also wenn der Betrüger erst alle Terminals übernommen hat und du dann die Schlüssel sendest, dann wird das nicht funktionieren. Also muss schneller sein als die Bösen. Okay. Thanks again. Danke noch einmal euch dreien. Und danke auch euch fürs...